So Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir starten das Video nach diesem kurzen Intro, Freunde. Bis gleich. Peace. So Freunde, ihr kennt ja Dieter Bohlen, der hat ja immer was zu meckern in seinen Shows und der kann nichts und das kann nichts. Der zerstört den ein oder anderen Traum von jedem Menschen in diesem scheiß Sketch-Trash auf RTL, Freunde. So, starten wir jetzt. Oh Leute, was geht ab? Willkommen bei einem Video auf diesem Kanal. Heute in diesem Video werden wir uns einen anschauen, der glaube ich in meinem Alter ist und ein bisschen sogar glaube ich schneller als Meryl, den Rapper, rappen kann. Und zwar dieser Junge rappt heute Baller los von Meryl und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns das an. Bevor wir das anschauen, schafft ihr es, also eine kleine Challenge an euch, ja. Schafft ihr es in 3 Sekunden diesen Kanal zu abonnieren? So Freunde, eine kleine Challenge an euch, schafft ihr es in 3 Sekunden meinen Kanal zu abonnieren? Freunde, geht nach unten in diesen roten Knöpfchen hier oder da, abonniert diesen Kanal in 3 Sekunden, wir warten mal. So Freunde, Dankeschön. Und die Glocke zu aktivieren. Und natürlich die Glocke. Aktiviert die Glocke. Habt ihr? Alles klar. Wir legen mit dem Video los. Und schauen wir mal. Sehen wir uns jetzt, wenn ich das Handy von mir habe. Leute, auf jeden Fall, ich werde das Video euch hier einblenden. Und ja, schaut es euch auch an. Ich blende es euch in 3, 2, 1. Also erstmal, er ist sehr professionell. Also der macht das schon ziemlich gut, würde ich mal so sagen. Aber wir warten mal ab, was noch passiert, Freunde. Vergiss nicht, Freunde, Dieter Bohlen, ne? Mero, ey, Mero, mi flow, baller meine Bexi, denkst du die weiter? Ich hab gemacht, weil sie gleich von die Weiner, wieder meine beste, beste Ding, geiler. Digga, ich denk, du denkst, es wär einfach, komm mal dabei von den Leiter. Geh ich auch immer, Mero, mi flow, war auch super. Doch, baller, so sind meine Jungs, so. Und nur mit 12 und 6, so, krieg ich die Reim und zieh dir die Scheine, bla. Immer du lieber zur Seite, bla. Digga, ich komme alleine und hatte dich, ich bin schon an der Leine. Du bist also besser, du redest zu viel. Ich esse mich auf, Digga, voller mit dir. So, das war jetzt eigentlich nicht schlecht, der Rap, oder? Wie würdet ihr diesen Rap jetzt, also der war jetzt nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal die Reaktion von diesem kleinen Bengel hier an. Leute, ich muss euch was sagen, was mir gefallen hat und was nicht. Die positive Meinung und die negative, weil es alles hat eine positive Sache und negative. Alles klar, du bewertest sowas. Okay, alles klar. Ey. Okay. Wir lassen ihn mal quatschen. Boah. Der Junge, ich sag jetzt mal die positive Sache des Jungen. Auf jeden Fall, er hat sehr schnell gerappt. Er hat die Töne getroffen. Also mit leise und so und alles. Und aber was nicht. So Freunde, also das ist jetzt schon mal auf jeden Fall eine gute Bewertung, die er jetzt rausgegeben hat. Okay, guckt euch mal diesen Widerspruch in diesem Video an von diesem kleinen Bengel. Boah, das sind mal solche kleinen Bengels, die mir auch unter den Videos immer schreiben, das ist scheiße, diese Scheiße. Aber indirekt feiern sie mich und gucken trotzdem meine Videos, Freunde. Aber gucken, ja, egal. Was mir nicht gefallen hat, Leute, seine Stimme genauso, ne, wie diese Kinderstimme. Nicht genauso. Guck mal, Freunde, ey, das kann der doch jetzt nicht ernst meinen, oder? Ey, da macht er keine Eltern, die irgendwie sowas kontrollieren oder so? Wenn mein Sohn sowas macht, ich würde ihn, glaube ich, keine Ahnung. Wenn du es wieder siehst, du sollst ein bisschen deine Stimme so wie ein, also ein bisschen tief machen. Ey, ich kann nicht mehr, Freunde, ey. Wo ich das, nee, nein, das geht nicht, nein. Du bist so irgendwie so, wie soll ich sagen, so. Was? Soll ich sagen, so dünn wie die bei Mädchen, diese Stimme, richtig dünne Stimme. Ey, bitte, ja, Freunde. Ich hab auch nicht so eine tiefe Stimme, aber war nur meine Idee an dich sozusagen, weil Mero hat eine tiefe Stimme. Ja. Und wenn du das Rap von Mero. So, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, das war jetzt nicht besser als Mero, was dieser eine kleine Bengel da gerappt hatte. Aber. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Nachsehen jetzt. Und zwar, da müsstest du eine bisschen tiefere Stimme haben, zum Beispiel. So, ja, so, halt. So, ja.
eine tiefere Stimme haben. Sonst hat mir alles gefallen. Und ja. Jetzt doch? Ja, eigentlich war. Warte mal, Ihnen hat das jetzt irgendwie doch gefallen? Okay. Sehr gut. Props an dich. Ja. War gut. Props, okay. Props an dich, Leute. Okay. Aber was du nicht gefallen hat, dann. Das sind die Hater-Freunde von heute. Ich schwöre es euch. Es sind immer dieselben Leute. Es sind immer solche kleinen Kinder. Solche kleinen Bengels. Ja? Nichts gegen kleine Kinder, aber sowas geht gar nicht. Ehrlich. Das geht gar nicht. Du hast so getan, als ob es richtig wäre, aber du hast irgendwie deine Augen so gemacht. Es war, wie es war irgendwie so, hat sich angesehen. Du hast dafür lange gebraucht. Du, okay. Es hat so ausgesehen, als ob du so richtig, wenn du mit Fußball so richtig schwitzt, ne? Fußball so richtig schwitzt? Das ist, als ob man so richtig schwitzt um alles, ne? So sieht's aus. Wenn man schwitzt? Das sah aus, als wenn man schwitzt. Habe ich es nicht verstanden. Zwei. Aber Props an dich. Ja, Leute, das war eigentlich sehr nice. Ich gebe. Jetzt schon wieder. Erst disst er ihn, dann gibt er ihm wieder Props. Dann disst er ihn, dann gibt er ihm wieder Props. Ey, Junge, was ist denn los mit dem? Was ist mit den Kindern heutzutage los? Ich hätte sowas auch gerne gekönnt. Ich kann zwar rappen, aber nicht so schnell wie er. Ja, Props. Ich würde mal sagen. Das hast du mit dir sehr schön hast du gemacht. Hey, bitte. Was ist das für eine Bewertung, bitte? Ey, guck mal, sowas Kleines. Und dann, das Schöne ist ja, die machen sich dann so kleine Accounts, weißt du, so Fake-Dinger. Und dann schreiben die mal unter den Videos. Versteht ihr? Dein Video ist kacke. Und einige Leute, ne, nehmen sich das wirklich zu Herzen. Aber in Wirklichkeit sind das so kleine Kinder. Versteht ihr? So kleine Bubis. Ja? Ich muss ruhig sein, sonst kriege ich Ärger von meinem Nachbarn. Aber es sind immer so kleine Kiddies, Freunde. Also lasst euch nicht runterziehen. Das sind alles kleine Kiddies. Ich gebe. Man muss einfach ein Like auf dieses Video geben. Ja. Okay, jetzt auf einmal noch. Wenn ihr das Video alleine so sehen wollt, ich verlinke es euch in der Beschreibung. Hey, wenigstens gibt es Support, ne? Also an dieser Stelle muss man hier auf jeden Fall noch loben dafür. Das ist schon mal schön. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja. Jeden Tag ein Video auf dem Kanal. Jeden Tag ein sehr schönes Video. Und sei es, Leute, in der zweiten Woche kommen die besten Experimente auf dem Kanal. Und ich war dann. Ich find's ein Ende geil. Ne? Und Freunde, ich würde mal sagen. Okay. So, Freunde, ich bin wieder da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Nix da lässt und wenn ihr gar nichts macht. Lasst euch niemals volllabern, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Peace and... Peace and out.